To behold such terrible truth, so much for a heart to bear. Why would they? How could they? I'm so sorry, Abe, but you needed to know who we really are, what happened to us, and what's at stake. If you don't succeed, you must taint the brew, Abe.
For the brew is what keeps the rest enslaved. Break its spell with your remedy, or our kind will never be free. Break the spell. For what good is a poison that's tainted with its cure? Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Befreie die Gefangenen, Abes Anwesenheit in Necrom ist aufgeflogen und alle Mudokuns wurden in dreckige Zellen gefercht. Abe muss sie befreien und rausbringen. Hinweis, während des Kletterns solltest du nach Möglichkeiten Ausschau halten, um die Slicks aufzuhalten, bevor sie dich erreichen. Klingt ja nach einer ganzen Menge Spaß. Krasse Videosequenz auf jeden Fall, die gefallen mir sowieso im Spiel relativ gut. Und der Abe war leider ein bisschen geschwächt von der Geschichte. Ich dachte erst, die Wächterin ist irgendwie doch böse, weil sie ja meinte, vergib uns Abe, aber es musste so sein. Aber eigentlich will sie ja doch nicht unbedingt uns etwas Böses. So, befreie die Gefangenen, rette drei Mudokuns. Was stand da noch da? Um die Macht von Shrykul zu erhalten. Okay, wir gucken mal kurz. Klebriges Fizzy-Boom. Du hast dein Kaugummi an eine Dose Fizzy-Pop geklebt. Nicht der Gipfel der Ingenieurskunst, aber zweifellos effektiv. Jetzt bleibt dein explosives Getränk an allem kleben, was es trifft. Ich würde das schon als Meisterleistung der Ingenieurskunst bezeichnen. Muss man halt auch erstmal drauf kommen. Finde und rette kranke Mudokons, um Shrykul-Macht zu erhalten. Entfesse sie dann per Chanten, um in das Gefängnis einzubrechen. So, jetzt gucke ich mir nochmal kurz die Videosequenz an. Da wo die 3 ist, sollen wir reinchanten, dann können die ganz normal ins Vogelportal springen. Und ich bekomme dadurch Shrykul-Macht. Shrykul, was für ein komisches Wort. Jetzt bringt mir das ja noch nichts, ne? Gibt mir noch keine Macht, okay. Naja, Abe hat sich wieder erholt. Ein Glück. Wir haben rausgefunden, wer die Wächter wirklich sind. Zumindest weiß Abe das jetzt, wir wissen es noch nicht. Achso, wir brauchen wahrscheinlich Klebriges, weil es über uns ist. Jetzt macht Sinn. Nicht erschlagen lassen. So. Ach, die sehen mich bestimmt dann wieder. Können nochmal durchs Fernglas schauen. So, dass da drüben welche sind, weiß ich. Oh je, ich glaube, wir müssen uns von hier ganz unten da hochkämpfen. Das kann ja ein Spaß werden. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Wir gucken nochmal schnell. Da unten ist ein Mudokon. Kommen wir hier schon rein? Nö. Dann reicht ja jetzt aber normales. Ach nee, Fizzy Pop reicht nicht. Wir brauchen Fizzy Boom. Haben wir jetzt irgendein Mudokon erwischt? Nö. So, da haben wir doch die 3, die uns fehlen. Was mache ich denn? Falsche Taste, Entschuldigung. Achso, wir müssen euch auch erst noch heilen. Also es geht hier immer noch um das giftige Gebräu und wir müssen wohl unsere Heilmittel idealerweise direkt in die Produktion kippen oder so. Aber wir dürfen natürlich nicht zulassen, dass wir alle dadurch versklavt werden. So, ich gucke nochmal ganz schnell hier rüber. Da gab es noch ein Gelee Royal. Dann retten wir die alle mal, entfesseln unsere Shrykul-Macht und gucken mal, was wir damit so alles anstellen können. Wie? Rein mit euch! Nutze diese unglaubliche Macht, um alles zu zerstören, das sich dir in den Weg stellt. Okay, verwende die Macht von Shrykul. Um den Checkpoint. Was, um den Checkpoint zu zerstören? Hier unten war kein Checkpoint. Wo ist denn der Checkpoint?
meine wahrscheinlich nicht Checkpoint im Sinne von unser Speicherpunkt, sondern das Teil hier, oder? Wir gucken mal. Lass die Macht von Schrykul auf deine Gegner los, wähle sie in deinen Gegenständen und aktiviere sie mit RT so nah, wie du es wagst. Okay. Also in meinen Gegenständen. Da haben wir das. Kann ich die jetzt werfen, oder? Ach du Scheiße. Was war denn das? Und jetzt ist es weg und wir haben es nicht kaputt gemacht. Super. Ja, kommen wir jetzt nicht mehr weiter, oder? Ach, na Mist. Ah, ja. Ja, wir lassen uns vielleicht mal lieber sterben. Oh nein, jetzt sind wir wieder hier ganz unten. Entschuldigung. Ich dachte, ich kann das irgendwie lenken, schießen, so wie beim Chanten halt. Ging leider nicht. Und es war halt auch direkt wieder weg und ich glaube, so war das vom Spiel nicht unbedingt gedacht. Wir müssen erst das klebrige Fitzi-Zeug finden. So, müssen wir es nochmal schnell machen. Tut mir leid. Aber ich glaube, das war schon so gedacht, dass wir damit das Teil da oben irgendwie kaputt machen. Wo sind denn die Slicks eigentlich hin, die jetzt gerade rübergelaufen sind? Die kommen hier nicht nochmal, ne? Nochmal fix die drei geheilt, dann gehen wir nochmal rüber, aber dann müssen wir mal schauen, weil sobald ich hochspringe, ihr habt es ja gesehen, gehen die alle ganz schön ab. Also wirklich lenken können wir es halt auch nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das lösen. So, nimm's doch mit. Jetzt haben wir's. Wir retten die noch fix, dann kriegen wir die Macht wieder und dann gucken wir nochmal, wie ich das ein bisschen besser einsetze. War diesmal halt aber auch tatsächlich relativ wenig Information, wie man das lenken kann oder was auch immer. Hat uns das Spiel ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. So, wir haben Schrykul. Verwende die Macht, um den Checkpoint zu zerstören. Ja, das machen wir. Ist halt nur die Frage, wie. Wir lesen noch mal eben den Hinweis. Lass die Macht auf deine Gegner los. Wir sehen das ja in der Videosequenz. Was passiert? Wir werden ja halt bloß ganz, ganz kurz. Wähle sie in deinen Gegenständen und aktiviere sie mit so nah, wie du es wagst. Okay. Also wir müssen schon relativ nah ran. Hui. Also höher kommen wir nicht, würde ich sagen. Kann ich eigentlich auch chanten? Nee. Wenn ich das jetzt hier einsetze, kann doch nichts passieren. Also was? Wir kommen nicht weiter vor, dann bin ich sofort tot. Also wir müssen es hier einsetzen. Kann das ja auch nicht werfen. Ah, okay, hat gereicht. Alles klar. Dann macht Sinn. Gibt einmal heftiges Gewitter. Erwischt die Gegner mit. So. Und Checkpoint. Ich dachte erst, wir sollen so einen Checkpoint hier zerstören. Dachte mir, hä? Macht da irgendwie gar keinen Sinn. Gibt's hier noch was? Nö, leider nein. Und dann fahren wir mal da hoch. Ah, das sieht schon wieder nach einer ganzen Menge Spaß aus. Ich sehe schon wieder den ersten Automaten. Diesmal kein Radio. Was ist das für ein abgespacedes Gebäude? Sieht schon irgendwie crazy aus, naja. Ohne Radio ist gleich viel langweiliger, ne? Irgendwie hat man sich dran gewöhnt, dass immer so ein Typ quatscht. Kann ich mich an die Laterne hangeln? Nö. Wollt's nochmal ausprobieren, nicht, dass wir es jetzt gebraucht hätten. Aber funktioniert nicht. Out of order. Hier haben wir noch einen Mülleimer. Stahlschlauch, leere Flasche. Steinbonbons. Sehr gut, 50 Stück wieder einstecken. Da fühlt man sich gleich viel sicherer.
Epoxidharz und noch irgendein Quatsch war noch mit dabei. So, ich glaube, wir müssen chanten. Hätte das nicht das ganze Spiel schon so sein können mit dem Strom, wäre viel einfacher gewesen. Zieh am Hebel, um die eingesperrten Mudokons zu befreien. Du musst sie beschützen, während sie zum Zug hochklettern. Och nö. Nicht wieder solche Dinger. Da bin ich immer mega schlecht drin. Okay. Unten ist der Hebel, dann klettern die wieder alle hoch. Hier kommen 1 Million Slicks raus und wir retten von 30 Mudokons wahrscheinlich einen. Obwohl es steht, da sind bloß 14. Naja, wir probieren es einfach mal. Oh, 400, natürlich. So, ich wähle direkt mal die Steinbonbons aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich hoch. Ich glaube mal, hier unten werden keine Slicks auf einmal kommen. Nee, sieht gut aus. Aber irgendwo werden sie ja sicherlich warten. Zieh am Hebel. Okay, das erste Stück war erstmal safe. Aber jetzt sehe ich es ja schon. Ich komme hier nicht rüber. Was sagt denn das Ding? Jeder Bereich ist gesperrt. Deaktiviere die Security, indem du die Schaltfläche auf jeder Ebene drückst. Wie soll ich denn die Schaltfläche drücken? Ich könnte den maximal chanten. Bringen wir erstmal schnell den um. Kann der für mich hier... Er kann drücken. Hat er gemacht. Und dann lass dann explodieren, ne? Aber das ging ja noch relativ easy. So wie es aussieht, reicht es auch erstmal bis zur nächsten... Nein, wir verlieren ohne Ende Mudokons. Wieso das? Warum das? Wo sterben die denn? Ich sehe gar keine Slicks. Aber schaut mal, wie die da oben verloren gehen. Ach nein, die gehen nicht verloren. Ich bin doof. Die gehen in Sicherheit. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, was? Die Zahl wird weniger. Entschuldigung. Nee, passt. Dann können wir auch nochmal in Ruhe runterfahren. Dass wir die beiden Mudos noch hier mitnehmen. Aber da sind wir doch diesmal ganz gut durchgekommen. Zumindest bis hierher. 394 von 400. Das ist okay. 1% verloren. Nee, mehr als 1%. Aber alles noch im Rahmen. Aber ich glaube, jetzt werden es wieder ein paar weniger werden. Gebräuflasche, Mula, Feuerzeug und noch mehr Mula. Steinbonbons sind wir noch voll, haben wir keine gebraucht. Fitzy Pop sind wir auch voll. Ich weiß nicht, warum jetzt hier noch zwei extra Mudokons rumstanden. Warum es nur schon wieder nur noch einer ist. Nee, sind zwei. Sieht man manchmal. Etwas schwierig. Wir verstecken uns einfach, bis das Spiel vorbei ist. Ich glaube, es ist die sicherste Variante. So, wir müssen mal gucken. Da unten ist der Hebel. Wir haben hier aber auch schon wieder Strom. Da komme ich aber auch schon wieder nicht ran. Dadurch, dass hier ein Stab ist, heißt das, hier wird höchstwahrscheinlich ein Slick hingehen. Aber ich kriege den ja nicht gechantet, wenn der schon hier unten drin ist. Ich kann gar nicht chanten, weil da oben dieses Ding ist. Und selber diese Stangen runterklettern kann ich nicht. Das Ding wird gleich erwischt. Dann kann ich hier runter chanten? Nee. Komm nicht zu dem Hebel. Wenn, dann muss ich den Slick schon hier chanten und mit dem diesen Stab runter. Aber ich glaube nicht, dass ich das kann. Komm ich nie hier hin. Geheimareal gefunden. Gucken wir uns das mal noch fix an. Okay, mehr war nicht. Naja, gut. Dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss für die Folge. Gucken mal, wie viele Mudokons in der nächsten Folge überleben werden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.